Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg hier, Scheiße zu machen. Nein, hier waren wir stehen geblieben. Hier machen wir weiter. Wo muss ich denn hin? Muss ich mich hier raufstellen? Strahlen berühren. Alles, was leuchtet, musst du sofort anfassen, oder was? Mit Mickey Maus gehen wir? Ah, schön. Dann sind wir immer nicht ganz alleine. Sind wir wieder da, wo wir waren? Schaut! Das ist das andere Twilight Town. Roxas Twilight Town. Irgendwo muss ein Eingang ins Reich der Dunkelheit sein. Teilen wir uns auf! Darf ich mal an zum Bericht 10? Ach ja. Jetzt sind wir hier im anderen Twilight Town, so wie er es schön nennt. Wenn wir da lang gehen, wo kommen wir dann hin? Ah. Da. Es ist soweit. Auf geht's! Einfach reinstürmen. Wo ist Mickey Mouse jetzt? Wo sind wir hier? Was sollt ihr jetzt tun? Riku, Kairi! Ah, niemand, oh Mann. Ich hab eine Zuckerstange und hab keine Angst, sie einzusetzen. Ich leck euch weg, Mann. Besiege alle niemanden. Ja, machen wir doch mit links und mit rechts. Die schleudern wir einfach hinauf, schlagen ein paar Mal rauf. Das ist das Geheimrezept. Alle, hopp. Zu viele niemanden. Ah. Ach, der ist auch weg. Da hinten nehmen noch welche. Ne, ja, cool. Ich nehme diese Gruppenfähigkeit, die macht einen schönen Schaden bei allen. Und ab, bam! Das war ja easy. Es hat keinen Sinn. Nicht innehalten, sonst übermannt euch die Dunkelheit. Los jetzt! Warum? Frag nicht, lauf lieber! Alles in Ordnung? Ich habe Kairi entführt, aber sie ist mir entwischt und danach hat Sykes sie sich geschnappt. Er gehört der Organisation 13 an. Sykes! Kannst du dir das merken? Dann geh und rette sie! Lasst uns in Ruhe! Axel, die kleine Sau. Sind wir nicht allein oder was? Na jo, spiel. Kämpfe an der Seite von Axel und besiege alle niemanden. Klar. Mach ich doch mit 200-300 Händen ungefähr. Yay, yeah, Level 39. Pau! Wie mache ich die jetzt am besten alle tot? Ich würde gerne angreifen, aber es geht nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Alle, hopp, alle, hopp, alle, hopp, hopp, hopp. Oh Gott, da ist ja so geil. Jetzt noch die anderen. Axel macht sie eh alle fertig. So,
So, da schwebt noch so ein Riesenteil herum. Ich muss auch gleich angreifen, denke ich mal. Da, das. Also groß ist das gar nicht. Ich kann es nur nicht angreifen. Schnell angreifen, bevor es verschwindet. Ah, geht doch. Das ist easy. Komm ruhig her, du kleine Schnuffel. Und noch mal eine raufgeben. Bam, 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 bam. Wo ist er denn jetzt? Geht doch. Ich kämpfe lieber gegen diese anderen Teile, weil die mit mir auf den Sack gehen irgendwie. Komm her. So, wo ist es jetzt hier noch? Da ist noch ein drauf. Gott. Ich geh mal Axel helfen, ne? Lass mich in Ruhe. So. Komm mal her. Gut, einer ist weniger. Ich seh mal dieses Vieh hier. Das müssen wir erstmal. Ja, okay, es ist oben. Ach ja, gleich muss ich tot sein. Jeden Moment. Ach. Bitte, bitte. Yeah, Maximum MP. MP. Ach so. MP. Ach, das sind ja nur 300 Stück. Mir war es lieber, als sie noch auf meiner Seite waren. Und bereust du es etwa bereits? Unsinn. Ich komme mit denen schon klar. Hm, wirst schon sehen. Cooler Trick! Wahnsinn! Du löst dich auf. Das passiert, wenn man seine ganze Existenz in einen Angriff legt. Kannst du mir folgen? Nicht, dass niemande überhaupt existieren würden. Was? Aber ich schweife ab. Geh, such Kairi. Ah, und was ich ihr angetan habe, es tut mir echt leid. Wenn wir sie finden, kannst du ihr das selber sagen. Lieber nicht. Das käme nicht von Herzen, verstehst du? Denn ich hab ja keins. Axel, was hattest du eigentlich vor? Ich wollte Roxas wiedersehen. Er war der Einzige, den ich mochte. Er gab mir das Gefühl, ein Herz zu haben. Irgendwie schon seltsam. Bei dir ist es genauso. Kairi ist im Schlosskerker. Geh jetzt. Axel. Und somit hat Axel sich für uns aufgeopfert. Flammenfessel besitzt eine hohe Magiekraft und erhöht den Schaden, der durch feuerbasierte Attacken verursacht wird. Er sieht zwar geil aus, aber ich kenne ihn nicht. Er ist nur für Feuer cool und das brauche ich jetzt momentan nicht. Hier lang also. Los, verlierer keine Zeit! Auf einmal ist er wieder da. Der Mond sieht aus wie ein Herz. Die Welt, die niemals war.
Axel sagte, Kairi wäre im Schlosskerker. Dann müssen wir einen Weg in dieses Schloss finden. Jetzt sind wir in der Welt der Niemande. Oh Mann, das wird's interessant. Was uns da wohl erwarten wird. Übergang der Fragmenten. La 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 la. Pow. Hier sind solche putzigen kleinen Herzlosen, aber sind diese vom Anfang, die ganz niedlichen kleinen. Ach, die sind mir doch Wayne. Wir gehen mal hier lang. Was gibt's denn hier? Vitriol-Tropfen. Oh, hallo, kleine Herzlose. Hallo, Mithril-Kristall. Da kommen wir eh nirgends rein. Das ist eine Stadt der Niemande hier, ey, ne? Was? Orealkum oder so. Aber was mit Oral? Nein, Spaß. Die kleinen Niemande, die kleinen Herzlosen bringen mir eh nichts mehr an EP groß. Deswegen bringt mir das auch nichts, sie zu töten. Ich habe einmal einen Rico besiegt. Was hast du? Sag's mir. Sag mir, warum du auserkoren wurdest. Verstehe. Deshalb. Roxas, wusste ich's doch, habe ich an der Stimme erkannt. Du gibst ein gutes Pendant ab. Du gibst ein gutes Pendant ab. Was ist gerade passiert? Also keine Ahnung, du bist einfach verschwunden. Und dann mussten Donald und ich gegen einige Niemande kämpfen. Oh, er sagte, er hätte Rico besiegt. Wer hat das gesagt? Der Typ in der schwarzen Kutte. Glaubst du, jemand könnte Rico besiegen? Ja, da hast du recht.
Eine schwarze Kutte, also jemand von der Organisation. Er wollte dich sicher nur reinlegen. Wir haben keinen in einer schwarzen Kutte gesehen. Nicht? Du bist bloß ein Schubzauber. Komm, na los, wir müssen den Eingang zu diesem Schloss finden. Geheimer Anzeigenbericht 8. Ja, das war Roxas hier, oder? Schade, dass wir nicht gegen ihn gekämpft haben. Lieber eisige Truhen, alter Falter. Was sollt ihr mit so vielen Truhen? Wir gehen mal da wieder weiter, immer ins Fragezeichengebiet. Was anderes bleibt uns eigentlich auch nicht so großartig über. Und schon ist Mickey Mouse wieder dabei. Und jetzt? Irgendwo muss es einen Weg geben. Was hast du mit uns vor? Du sollst dazu dienen, Soras Wut zu nähren. Nein. Sora ist in Gefahr. Nur wegen mir. Komm mit. Wer? Glaube an dich. Los, komm schnell! Kairi, nicht mehr lange. Das ist eh wieder verschwunden oder so. Doofe Kuh. So, hier war doch eben noch eine Truhe zu sehen. Blindart, die ist ja auch da noch. Okay. Karte, dunkle Stadt. Was gibt's denn hier im Shop? Oh, Herr. Wir nehmen mal auf jeden Fall ein Ritterwappen mit. Obwohl, wir nehmen erstmal den Stab der Weisen da mit. Ah, Hammerrute. Na, die können wir einfach verkaufen. Wir brauchen ein bisschen Taler hier. Driver, High Driver. Wir brauchen ein neues Schild. Kann angelegt werden. Ether. Wie viel brauche ich denn noch? Ja, so ungefähr, ne? Ich muss noch eine Sache verkaufen. Nehmen wir mal eine Potion. Okay. Ich kann hier noch den Ritterwappen dazu holen. Und somit haben wir schon mal neue Items für unsere beiden Freunde hier. Yay. Und Goofy bekommt ein neues Schild. Gut, auf geht's, meine Freunde. Es ist Fragezeichengebiet, also einfach zur Festung.
Kairi, wo bist du? Psst, vergesst nicht, wo wir sind. Das ist ihre Festung. Wartet, Eure Majestät! Seid vorsichtig. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Wie die laufen. Namine, da bist du ja. Namine? Kairi, dir ist klar, dass ich dich nicht gehen lassen kann. Ich bringe dich zu Sora. Du willst nicht zu ihm? Oh doch, und wie ich das will. Aber nicht mit dir zusammen. Wenn ich ein Herz hätte, würde ich jetzt herzlichst lachen. Du! Hat Roxas dich nicht erledigt? Wir zählen auf dich, Riku. Riku? Riku, du bist wirklich hier? Riku ist Ansem? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hoffe, das klärt sich noch auf. Muss Ruhe öffnen. Geht doch. Darauf hat die ganze Zeit gewartet. Stopp, stopp, stopp. 1000 EP. Ach komm. Pau, 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 pau. Ach ja, das Leben ist kein Ponyhof. Wir müssen erstmal weiter. Nö. Sag ich dazu nur. Wir öffnen erstmal die Truhe und gehen weiter in der Festung hier. Aufstieg und Fall. Dam, 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 dam. Hast das nicht zwangsweise gegangen? Viele Leute gefunden, aber es geht. Muss man halt machen. Ne? Es gibt ja auch EP, man muss es positiv versuchen. Wie viel geben die denn? Auch 1000? Ach, schön. Yay! Wo lang? Da komme ich her, ne? Dann gehen wir mal da lang. Geht's da lang? Oder war es eine Art Fahrstuhl? Ich befürchte, das war eine Art Fahrstuhl. Ja, müsste sein. Stufen des der Hoffnung. Gibt's hier wieder eine Karte? Komischer Gurt. Der ist echt komisch. Wow, hier ist wieder einer, der was verkaufen tut. Du verkaufst nur Müll, Mann. Halle der Herren. Irgendwas. Sora, du hast dich wacker geschlagen.
wo ist Kairi? Wer weiß? Ich vermute, sie macht verlorene Zeit mit ihrem Freund aus der Dunkelheit wett. Was soll das heißen? Sie braucht dich nicht mehr. Und das soll ich dir glauben? Nun, glaub, was du willst. Aber eins kannst du mir ruhig glauben. Die Organisation 13 hat keine Verwendung mehr für dich. Siehst du das? Unser Kingdom Hearts. Dank dir haben wir unzählige Herzen gesammelt. Hörst du, wie sie jauchzen? Jetzt bedarf es nur noch einer letzten Ladung Herzenträger des Schlüsselschwerts. Na toll. Aber Kingdom Hearts. Sora! Sora, du bist es wirklich! Kairi! Lass Sora in Frieden! Sora! Nimm es. Ja, diesmal kämpfe ich. Du weißt ja, Sora ist ohne uns aufgeschmissen. Komm schon, Riku. Etwa auch noch. Alle sind hier versammelt. Denn heute Tag der offenen Tür. Ja, heute ist Tag der offenen Tür. Alle sind da. Sag, Carlo, ist dieses Schloss nicht perfekt? Vielleicht sollten wir es erwerben. Es ist sicher, dem Innenarchitekten kann man nur gratulieren, aber was ist mit den ganzen Herzlosen? Diese Zwischenwelt liegt viel zu nah an der Dunkelheit. Sie werden hier nicht auf uns hören. Und ein weiteres Mal unterschätzt du mich. Es ist lange her. Ach, das war seit Anfang an Anthem der Weise. Anthem der Weise, warum seid ihr nicht zu mir gekommen, bevor alles diesen Lauf nahm? Xemnas, der Vorsteher der Organisation, ist der Niemand von Xehanort, meines geschätztesten Schülers. Ich hatte diese Bürde zu tragen. Ist das alles? Euch kann man eben nichts vormachen. Für wahr, ich war von Gedanken der Rache besessen. Meine Schüler haben mir alles genommen, was mir heilig war. Meine Forschung, meinen Stolz. Bei eurer Rache kann ich euch nicht helfen. Ich weiß. Das hat mir Riku auch tausende Male gesagt. Wo ist er? Sicherlich bei seinen Freunden. Riku war mir eine große Hilfe. Ich fand ihn in der Dunkelheit umherirrend, nachdem er und ihr euch aus den Augen verloren hattet. Nun, wir verloren uns nicht aus den Augen. Riku ging, da Xehanorts Herzloser noch immer in seinem Herzen war und ihn plagte. Er hat sicher sehr gelitten, aber ich verstehe nicht, warum er jetzt so aussieht, wo er im Grunde seines Herzens doch Riku ist.
Das ist meine Schuld. Als ich Riku damals traf, hatte er noch die Erscheinung eines Jungen. Wahrscheinlich, weil er so ein starkes Herz besaß. Ich bat ihn, einen Jungen namens Roxas von der Organisation 13 zu finden und zu mir zu bringen. Als ich ihm sagte, es würde Sora helfen, aus seinem Schlaf zu erwachen, ging Riku, ohne es zu hinterfragen. Er kämpfte gegen Roxas und es scheint, Riku hat den Kampf verloren. Damals wurde ihm sicher klar, um im Reich der Dunkelheit zu kämpfen, müsse er sich selbst eben jener Dunkelheit hingeben. Und als er das tat, ihr habt gesehen, was aus ihm geworden ist. Als Riku Roxas schließlich zu mir brachte, stellte er sich mir vor als Ansem. Wenn er dadurch seinen Freund erwecken konnte, so war er bereit, in der Dunkelheit zu leben. Riku ist das Opfer meiner Rache. Oh, wie mir das Herz wehtat. Ich konnte nur lachen, um meine Scham zu verbergen. Ich glaube, Riku ist mir danach begegnet. Er sagte, er wolle Sora helfen. Aber ich musste ihm versprechen, dass Sora nie die Wahrheit über das, was ihm in der Dunkelheit widerfahren war, erfahren würde. Mein Freund, die Zeit ist gekommen. Ich habe etwas bei diesen jungen Menschen gut zu machen. Schon geile Geschichte. Langsam löst sich hier alles auf, du. Ich kapier mal langsam hier, was hier abgeht. Runter von mir! Was ist hier nur los? Bist du auch ein braver Junge? Zeig dich! Nein, das warst du offenbar nicht. Sora, Roxas! Roxas? Hey, hat er mich gerade Roxas genannt? Du hast die Organisation 13 ganz schön in die Bredouille gebracht. Deshalb hatte ich das Schlüsselschwert wohl auserkoren. Aber was für eine bescheidene Wahl. Du bist nicht halb so heldenhaft wie die anderen. War's das bald mit dem Geschwafel? Ob's das war? Mitnichten. Allerdings, du mieser kleiner Verräter, lasse ich jetzt Taten sprechen. Da kommt er! Hier will ich erstmal zeigen, wer hier der Boss ist in so rot, Mann. Du hättest uns nicht verraten sollen. Wollte ich ja auch nicht, du hast angefangen. Jetzt hab ich dich. Ja. Hä? Du cleverer kleiner Gauner. Ja, das bin ich. Kann ich nicht angreifen. Erstmal nachladen. Eigentlich muss ich nur die Dings abwehren, ne? Erstmal nachladen. Komm schon. Kleine Pussy. Ah, ich kann ihn doch angreifen. Er sagt erstmal nachladen. Erstmal nachladen.
Attacke, 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 Uschi, Attacke, Uschi, Attacke. Was machst du mit Lichten? Super, Wrestling. Ja, ich komme ja schon. Nix hier nachladen. Die kleine, kleine Pussy. Er nennt mich immer Roxas und Sora. Ist Roxas etwa in mir? Oder so? Dann wäre das ein bisschen eklig. Pam. Nichts da erstmal nachladen. Auf ihn. Jetzt auf ihn lenken! Haha! Lass mich in Ruhe! Ich kaufe nichts! Neue Kulisse! Nichts da nachladen! Oh ja, jetzt finde ich diese super geile Form. Das ist eine Art, ich bin so eine Art Herzloser jetzt. Und mache total viel Schaden und kann mich porten und so. Bada 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 bada. Allerdings bin ich dann auch höchstens ausgeliefert, so wie ich das sehe. Und Attacken auf mich wirkt. Ich kann mich damit nicht heilen. Verdammt war das schlecht. Verdammt war das schlecht. Ah, ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hasse mich gerade. Ich hasse mich gerade. Ich wusste nicht, dass ich mich da nicht heilen kann. Das war fail. Szene überspringen. Ja, ja, schon gut. Mach hinne, mein Kleiner. Bam. Bam. Du cleverer kleiner Gaul. Ich weiß. La 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 la. Bada 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 bada. Ich liebe es, wie ich einfach nur aufklopfen kann. Eigentlich nicht. Sora muss aufessen. Ich hasse dich, 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 ich hasse dich. Bam. Hasse, 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 hasse. Hasse, 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 hasse. Ah, hasse, hasse, ne. Ist der kleine Spacko? Da ist der kleine Spacko. Ach so, hat er schon gemacht. Okay. Erstmal nachladen. Scheiße. Wurde angerufen, aber keine Zeit. Ich mach mal wieder was. So, sind jetzt alle hochgehalten.
Ja, wir haben es kapiert. Erstmal nachladen. Der regt mich so auf, wie gesagt, erstmal nachladen. Ich will erstmal nicht rankommen. Endlich bin ich. Oh, ich bin nicht. Wo ist er jetzt hin? Da. Geht doch, bam. Roxas! Kulissenwechsel. Nix da nachladen, du. Bam! Sind wir wieder in der normalen Kampfarena hier, kann man so sagen. Ich dachte, ich nenne das mal Kampfarena. Danke, Donald. Der hat mir gut geholfen. Nix, Roxas. Fress. Deinen eigenen Scheißstrahl hier. Nimm du das. Ich kann ja keinen rufen. Keine Ahnung. Da heile ich mich lieber einfach. Darauf heile ich mir einfach. So viel neben hat die kleine Pussy nämlich gar nicht mehr. Wo ist er denn? Oh, cool. Ich kann ihn nicht angreifen. Das packt mich gerade richtig ab. Okay. Nämlich heilen, Alter. Das war eine doofe Idee mit der Helden vom. Ich versuche gerade immer am Leben zu halten, weil ich nicht sterben will. Aber das war eben richtig knapp. Doch voll daneben gehen können, ey. Ganz viele Blitze auf ihn dann. Ich ihn hasse. Ach nö, hast du gar nicht. Bam, bam, bam. Mein kleiner Freund. Gut, dass ich Items habe. Was ist der denn? Ich bin nochmal kaputt. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann nicht springen, ich kann gar nichts machen. Will der mich verarschen? Was für ein Scheiß ist das denn, du beficktes Spiel? Alter, kack mich in die Hose, du bist doch bekloppt, ey. Wie soll man denn da machen? Ich kann nix machen gegen den Arsch. Nix, gar nix. Kotzt der mich an, ey.